RE83 mit der Zugnummer 11444 von Hamburg Hauptbahnhof nach Lübeck Hauptbahnhof. Fahren Sie diesen RE83 Zugdienst von Hamburg Hauptbahnhof nach Lübeck Hauptbahnhof. Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer brandneuen Folge von Let's Play Train Sim World 4. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, wir fahren heute mit der neu erschienenen Baureihe 218 als RE83 mit dabei 7 N-Wagen und das Ganze auf der Strecke Hamburg-Lübeck. Das Ganze ist eine, ja, sagen wir mal so, eine fiktive Linie, denn die normalen Zuglinien, jetzt zum Beispiel von Hamburg nach Kiel, fahren eher, ja, einen anderen Weg, sagen wir es mal so. Wo man halt hier leider nicht auf dieser Strecke lang kommt. Es sind eher so fiktive Linien. Die ganzen anderen RE-Linien, RE70 oder so, wie sie hießen, die fahren zwar schon von Lübeck aus, ja, aber dann auch eher nur von Lübeck nach Kiel. Das ist dann eher hier nur so fiktiv, aber ist jetzt nicht so tragisch, finde ich jetzt auch nicht schlimm, finde es aber sympathisch, dass die 218 auch hier auf dieser Strecke mit beheimatet worden ist. Ja, das Ganze werden wir heute fahren mit einem Mini-Enhancement Pack von Redstonia oder Redstonia, sagen wir es mal so. Und zwar wurde das FIS bearbeitet, beziehungsweise hier für die Zielcodes, was man eh nicht so richtig bedienen kann, wie ich gerade sehe, auch schön. Da steht jetzt nämlich GSP dran, vorher stand hier nämlich TSG, also Train Sim Germany, und hier oben das GSMR wurde bearbeitet, also das Logo wurde bearbeitet, ne? Also die gesamte GSMR-Textur wurde neu hinzugefügt, sowie auch Scheinwerfer wurden bearbeitet. Das können wir uns gleich mal anschauen. Dazu rüsten wir erstmal hier noch schnell auf. Ich gebe schon mal die Türen frei. Ja, zack. Zack. So. Genau. Dann können wir noch die Zugbeleuchtung einschalten. Für die Fahrgäste. Leistung können wir auch schon mal einschalten. Und wir müssen natürlich noch unsere Sicherheitssysteme einschalten, also SIFA, PCB. Das können wir leider nicht hier machen, da müssen wir erstmal die Lok wechseln, weil die können wir leider nicht durch. Auch wenn es hier modelliert worden ist, ja, auch im inneren Bereich wurde modelliert, aber man kommt hier nicht durch. Finde ich sehr schade, ja. Weil man sieht, dass was getan worden ist von innen, aber hat halt, denke ich mal, keine richtige Textur. Aber selbst wenn es keine richtige Textur hat, also wenn alles nur so weiß ist, so was weiß ich, das hätte mich jetzt auch nicht gestört, sag ich ganz ehrlich, ja. Was haben wir dann hier noch für einen Schalter? Ja, also wir haben hier noch haufenweise Schalter, können wir leider nicht bedienen, aber na gut, dann werden wir erstmal hier aussteigen. Dazu haben wir heute noch ein sympathisches Repaint, und zwar in schön Weinrot. Ich korrigiere, wir haben doch keine N-Wagen, wir haben Dostus und ein 112 hinten dran. Warum? Warum? Wieso? Hätte ich hier so irgendwas verpasst? Informationen zu ICE 887. Übrigens, das ist der RE70, der nach Kiel fährt. Abfahrt 19. Aber der fährt halt über Hamburg-Dammtor und das haben wir hier leider nicht. Grund dafür ist ein verspäteter vorausfahrender Zug. Nee. Wir bitten um Entschuldigung. Ja, es fängt ja schon mal gut an. Wieso sind wir denn... Na, egal, ich frage nicht. Information on ICE 800.
Wir stellen uns einfach vor, die Lok ist kaputt. Deswegen müssen wir heute das Ding abschleppen. Ah, ihr tut mir was auch an, ey. So, Zuglichter aus. Also wirklich. Warum? Ich habe jetzt mit N-Wagen gerechnet, jetzt nicht mit Dorfstoß. Ihre nächsten Anschlüsse. RE8 nach Lübeck-Travemünde-Strand über Bad Oldesloe. Abfahrt 15.06 Uhr von Gleis 6. RE4 nach so, okay. Das hat mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Tut mir leid. Wir haben ein sympathisches Repaint. Und zwar kein verkehrsrotes, sondern so ein weinrotes, eine weinrote Lackierung. Die fuhr bei uns damals auch öfters rum als Regionalexpress und die Verkehrsroten waren eher Regionalbahnlinien gewesen. Und ich fand dieses schöne Weinrot sehr sympathisch. Das gibt es alles im Creators Club. Das Repaint ist übrigens von Cloven. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall finde ich das Repaint sehr sympathisch. Es gibt noch viele weitere Repaints in Weinrot. Da wusste ich gar nicht, was ich verschreckt nehmen soll. Ich habe jetzt irgendeins dann genommen. Und ja, fand ich sympathisch. Bitte achten Sie auf den Höhenunterschied zwischen Zug und Bahnsteig. Ja, und das ist halt die Änderung mit den Scheinwerfern. Dazu können wir auch nochmal hier das Ding hier machen. Das Licht muss man übrigens hier von außerhalb machen, weil man kann zwar schon von hier aus machen, aber das Problem ist, du kommst nicht ran. Du kommst einfach nicht ran. Nur bei dem kommst du ran. Das ist halt ein bisschen blöd gemacht. Ja, also das ist halt wirklich doof gemacht. Deswegen so rum. Das habe ich jetzt wirklich aus dem Konzept gebracht. Ich glaube es nicht. Dann gibt es halt Verspätung für Zugverkehr, ist mir egal. So, das ist halt die Änderung von den Scheinwerfern. Einen direkten Vergleich habe ich jetzt nicht. Ja, aber viele werden sich schon, denke ich mal, ein Bild im Kopf haben, wie es normalerweise aussieht. Und ja. Aber das irritiert mich hier. Ja. Nach München über Schwarzenbeck. Abfahrt 21.21 Uhr von Gleis 7. Ist es halt so, ne? Nach Uelzen, über stellen wir uns einfach vor, die Lok ist kaputt und wir müssen halt abschleppen. Damit wenigstens diese Fahrt nicht ausfällt. Ich meine, in Hamburg ist es ja sogar nicht unüblich. Da hast du meistens, also anscheinend sind öfters Monatswerber defekt. Zumindest sehe ich das manchmal gerne auf Facebook von den ganzen Bildern aus Hamburg, wo dann halt, defekt 112er dran war. Oder manchmal auch ein Steuerwagen, wo denn die 112er vom Steuerwagen war. Ja. Ne? Auch immer sehr interessant. Ich dachte, ich schließe jetzt meine Tür. So. Ja, dann haben wir hier noch ein paar Änderungen. BW Kempten, Allgäu. Das Jahr, ja gut, 13. September 93, ne, ist halt eine Altlackierung, aber, ne. Ja, und man kann hier reingucken. Also man sieht, es wurde was gemacht. Also hier ist nichts, alles hohl und leer. Und finde ich schade, dass man trotzdem nicht durchlaufen kann. Schade eigentlich. Ne? Aber gut. Ist halt so. So, was ich übrigens auch sympathisch finde, man kann aus dem Fenster gucken. Das hat man wenigstens mehr hingekriegt. Dafür Dankeschön. Ja, ich mag es, aus dem Fenster zu gucken. Hier hat man das wirklich mal umgesetzt, sagen wir es mal so. Das ist echt gar nicht. Und der Panther ist noch unten, ne? Dass das auf einmal hochgeht. Das wäre ein bisschen unrealistisch. Das wäre jetzt ein Dorfstoß und muss ich beim Bremsen aufpassen. Naja, okay.
Juti, dann sind wir eigentlich soweit. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts vergessen. Ich werde auch nach der, während der Fahrt auch mal ein bisschen meine Klappe halten, damit ihr was vom Sound genießen könnt. Ja, genau. Bremsschlüssel, Bremse lösen. So halten wir. Okay, wir halten in Haselbruck und dann in Lübeck Hauptbahnhof. Ist an sich derselbe Fahrplan wie der RE8X. Wenn mich das jetzt nicht täuscht, weil es gibt ja auch ein RE8X oder was, RE80X. Der fährt nicht so oft, der fährt frühst, glaube ich, und vielleicht noch abends. Das ist eine Art, bestimmt so ein Verstärker zwischen Lübeck und Hamburg. Und der hält auch nur in Haselbruck. Danach fährt er komplett durch bis Lübeck, ohne halt in Bad Oldesloe oder Ahrensburg. Auch sehr spannend. Na gut, der Kollege RE1, der kriegt ein bisschen Verspätung. Grund dafür ist eine technische Störung an einem anderen Zug. So einfach ist das. So, wir können auch mal einen Makrotest machen. Ich sag dazu nichts. Es gibt auch nur. Es gibt nur Hoch und Kind. Also so richtig mit Hoch und Tief ist auch nicht. Ja. Okay. Instrumentbeleuchtung an und Abfahrt. So. Ja. Wagenbeleuchtung war ja an, haben wir eben gesehen. Aber das war jetzt ein Dostos, das irritiert mich. Ich habe vorhin auch testweise einen Fahrplan genommen. Das war jetzt nicht um 16.15 Uhr gewesen. Das war eher ein Fahrplan gewesen mit 15.15 Uhr. Aber gut. Ich finde auch das Wetter interessant bei DTG, weil laut DTG, was hier eingestellt worden ist, sind es 19 Grad am 29. Juni. 19 Grad, ja, nee, ist klar, ne? Also, weiß ich nicht. Es ist halt DTG, was willst du erwarten? Wobei, eigentlich können es auch 40 Grad sein, es macht sowieso hier in TSW keinen Unterschied. Also, du merkst halt null, ob es jetzt draußen warm oder kalt ist, ja. Was aber auch eine coole Funktion wäre für TSW, wenn das Wetter wirklich mal so beeinflussen würde, dass man so eine Fahrplanauswertung bekommt, ob sich die Fahrgäste beschwert haben wegen dem Fahrgastkomfort. Ja, dass man halt wirklich dafür sorgen muss, dass man die Klimaanlage und alles einschalten muss, weil halt draußen dementsprechend kalt oder zu warm ist. Ja. Das wäre auch gut. Dann könnte man wenigstens die Heizung nutzen, beziehungsweise die Klimaanlage, die in einigen Zügen ja funktioniert. Ja. Oder dass man die Scheibe beschlägt. Sowas in der Art. Aber man darf ja wohl noch träumen. Aber diese Konstruktion hier, es ist ja ganz wild hier. Dass der Panto gehoben ist, ist, denke ich mal, auch falsch, weil sonst würde er gar, es würde einfach gar keinen Sinn ergeben. Bei mehr Sinn hätte es vielleicht gegeben, wenn man noch eine zweite 218er dazu gepackt hätte. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch einfach ein Fehler, dass da eigentlich N-Wagen sein sollten und man hat es irgendwie vergeigt. Ich weiß es nicht, weil da stand jetzt nichts in der Aufgabenbeschreibung. So, Lokdefekt, du schleppst jetzt das Ding ab und bringst es nach Lübeck, weißt du? Weiß man ja nicht. So, schön mit der E-Bremse hier. Dann mache ich mal meine Ansage hier. Sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen im Regionalexpress von Hamburg Hauptbahnhof nach Lübeck Hauptbahnhof. Unser nächster Halt ist Haselbruck.
Der Aufstieg dort ist in Fahrtrichtung links. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ja, genau. 60. Tun uns auch befreien. Ja, was kann man hier noch machen? Also wir können auch unsere Instrumentenbeleuchtung hier einstellen, von der Helligkeit her. Und zwar einzeln, ne? Finde ich auch ganz cool. Schöne Nummer. Ansonsten, ja, kann man nicht meckern. Also mir gefällt es. Gefällt mir schon. Ja, Licht funktioniert auch. Schön hell. Wir haben übrigens auch eine Maschinenraumbeleuchtung. Haben wir auch. Und die wird eh nicht viel bringen, weil wir eh nicht in den Maschinenraum kommen. Aber halt außerhalb. Ist hier noch extra Licht. So, jetzt geben wir aber mal Tempo hier. Weil wir halten noch den ganzen Verkehr auf. Und das will ich heute auch nicht, ne? Ja, was nicht funktioniert, ist Ebola, aber das Problemchen kennt man ja schon. Hat zu kämpfen. Aber sieht toll aus. Sieht schon toll aus, kann man nicht meckern. Ja, und beim Fahrplan-Update, na gut, ein richtiges Fahrplan-Update war es jetzt auch nicht, ist jetzt auch noch die Baureihe 628 dazu gekommen. Allerdings kann man sie nicht fahren, also sie ist nur als KI-Zug unterwegs. Die pendelt dann irgendwie in Bad Oldesloe rum. So wie in der Realität. Das ist irgend so eine RB-Linie, glaube ich, die in Bad Oldesloe endet und startet und dann irgendwo abzweigen tut, wo wir halt selber nicht hinkommen. Ja, übrigens Link zum DLC der 218 findet ihr in der Videobeschreibung, genauso wie zum Mini Enhancement Pack aus dem Train Sim Community Forum. Findet ihr alles in der Videobeschreibung. So. Eigentlich müsste ich vor dem Signal halten, ne? Aber wir machen es nicht. Also nicht komplett. Weil ich weiß nicht, ob wir jetzt überhaupt komplett drinne stehen. Doch, stehen wir. Okay, gut. RE83. Hm. Interessant, wir dürfen jetzt schon abfahren. Es ist auch so ein TSW-Ding, das werde ich nie begreifen. Also wir könnten laut Dings schon komplett abfahren, obwohl hier noch komplett Ein- und Ausstieg der Passanten ist. Also ich, komische Sache. Naja. Gut. Ich mache aber trotzdem meinen Serviceblick. Mache ich aber gerne. 10 Minuten Verspätung, das geht. Und wir schließen die Türen. Lösen die Bremsen. So. Passt. So, was wir auf jeden Fall nicht haben, ist ein Schnell- und Langsamgang, da ich gerade diese
diesen Aufkleber hier sehe, größte zulässige Geschwindigkeit im langsamen Gang 100 km/h und im schnellen Gang 140 km/h. Ich meine, dass ja im Train Simulator können wir hier diesen Schaltschrank öffnen. Und da konnte man, glaube ich, den Gang einstellen. Für Schnellgang oder Langsamgang. Naja. Dann haben wir hier noch ein paar Knöpfe. Auch toll, dass der hier nicht beschrieben worden ist. Überbrückung, Traktionssperre. Aber das ist doch für den... Also irgendwie weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Ich will jetzt auch nicht rumstellen. Ja, also irgendwie weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, dann fahren wir gleich an dem gestörten BÜ lang. Aber heute werde ich diesmal nicht anhalten. Der wird immer gestört bleiben, der Bahnübergang. Aber ich kann ja mal Fenster aufmachen. Hört der was? Sich das von draußen anhört. Muss ordentlich arbeiten hier, ne? Oder kommt mal Taurus entgegen? Zumindest sie steht. Aber warum steht sie? Das ist doch kein Signal. Erstmal den Ü-Block hier, ne? Bestimmt eine Zwangsbremsung gekriegt, wer weiß. Ich habe keine Ahnung. Wenn euch übrigens das Video gefällt, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen und natürlich auch über Kommentare, was ihr so von diesem DLC haltet. Von der Baureihe 218, da bin ich mal sehr gespannt. Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr euch das gekauft habt oder eher nicht. Und ja. Was mir aber auch ein bisschen so fehlt, das ist doch hier, glaube ich, so ein Display, oder? Ich meine, bei VR war das so, dass hier halt paar Infos mit dran standen. Da täusche ich mich. Okay. Taurus kaputt? Ich weiß es nicht. Ich hinterfrage es auch nicht. Oder dazu hier. Zu mit der Olga hier. So, aber bis wir auch auf Geschwindigkeit kommen, das dauert ja auch, ne? Gut, wir haben schwere Dostos, noch eine fette, schwere 112er hinten dran. Wie gesagt, Doppeltraktion 218er wäre ein bisschen einfacher gewesen. Kommt so schneller vom Fleck. Gut, dass jetzt auch der 112er jetzt hinten dran ist, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber naja. Ich habe wirklich eher mit N-Wagen gerechnet. Mit dem Karlsruher Kopf. Ja. Aber na gut. Was läuft denn überhaupt hier normal auf diesem Kanal? Ne? Servus. Da war jetzt einer, weißt du. Aber ich kriege ihn nicht, ne? Ich kriege ihn nicht. Stattdessen habe ich einen 112er und Dostos dran. Das ist toll. Pfiuh. Unglaublich. Ich zweifle, ob wir überhaupt auf 140 km/h kommen. Also, ja. Auch eine tolle Geschichte.
Ja, doch, da steht was. Heizung aus. Sanden. Aber das ist echt schlecht umgesetzt worden. Das siehst du kaum. Ich weiß nicht, ob ihr das im Video sehen tut oder könnt. Weil YouTube rendert ja manchmal immer die Qualität runter, aber man erkennt was. Also das ist im Train Simulator deutlich besser umgesetzt. Weil das ist hier total weiß. Sieht schon bescheiden aus. Warte mal, Instrumentenbeleuchtung vielleicht liegt. Nee. Aber irgendwie... Also steht was drauf, aber man kann es sehr schlecht erkennen. Also das hätte man eher dunkel machen sollen, wie beim TS. Ja, dann halt unser GSP. Ja. Bedienen kannst du es nicht. Also man kann zwar drücken, ja, aber es passiert halt nichts, ne? Also selber schildern ist nichts. Wobei es eigentlich eh egal ist, weil TSW macht ja eigentlich alles automatisch, was ZZA angeht, zumindest bei den Dostos. Ja. Was gibt's denn noch hier Schönes? Anfahrtabelle für Lok 215, 218 im Langsamgang. Ab Fahrgeschwindigkeit. Kammer. Zulässige Fahrstufe. Sehr interessant auf jeden Fall. So, aber ich werde jetzt erstmal kurz meine Klappe halten und ihr könnt quasi jetzt mal die Fahrt ein bisschen ohne mein Geschwafel genießen. Für diejenigen auch was Praktisches, die jetzt das Add-on noch nicht haben und sich das vielleicht kaufen wollen. Ja, also lasse ich euch mal kurz alleine und genießt den Sound. Hoffentlich ohne Zwangsbremsung. Also, bis gleich.
So, liebe Freunde, da bin ich wieder. Jetzt werde ich euch wieder auf den Sack gehen. Ja, 140 km/h haben wir jetzt auch mal erreicht. Das ist auch sehr schön, auch wenn es gefühlt eine Ewigkeit gedauert hat, bis wir da wieder hochkamen. Ja. Also da wäre die Doppeltraktion mit 218er sinnvoller gewesen als Einzeltraktion. Ja. Bei einer Realität kann es ja auch so sein, ne? Wenn er die 112er streikt. Naja. So, ich denke mal, wir kommen auch langsam gleich in Bad Oldesloe durch. Eigentum war ja da eh nicht. Schade eigentlich. Ich meine, wenn man schon so einen fiktiven Fahrplan macht, hätte man vielleicht noch Ahrensburg und Bad Oldesloe noch mit reinbringen können. Wäre cool gewesen, ne? Aber gut. Ein bisschen zu schnell unterwegs hier. Ein bisschen zu schnell. Aber wir haben hier Verspätung, von daher freut sich der Fahrdienstleiter. So. So, Bad Oldesloe. Das Einfahrsignal. Beziehungsweise Vorsignal. Das Vorsignal zum Ausfahrsignal in Bad Oldesloe natürlich. Tja, keine 628 zu sehen. Schade eigentlich. Ich dachte, die würde hier stehen, aber hier steht gar nichts. Das ist auch toll. Aber wir gucken mal, wann der nächste Zug käme. Gleis 3, Einfahrt RB 81 aus Hamburg Hauptbahnhof. Ankunft 14.25 Uhr. Weiter als RB 81 nach Hamburg Hauptbahnhof über Ahrensburg. Ja, gut. Gut, dass er jetzt Verspätung hat. Der RE80, das ist ja jetzt unser Verschulden gewesen, weil wir haben ja ein bisschen den Verkehr aufgehalten in Hamburg Hauptbahnhof. Aber nur ein bisschen. Aber was sonst? Und dann kommt der RE8 entgegen. Aus Lübeck. Servus. Wo haben wir denn eigentlich den Motordrehzahl? Okay, dann haben wir die Kühlwassertemperatur, die ist auch okay. Getriebetemperatur, die ist im roten Bereich. Ja, ne? Vielleicht macht es heute noch Puff, man weiß es nicht. Dann haben wir noch die Motoröltemperatur, die ist noch in Ordnung. Und die Sommeraktion hat begonnen. Dankeschön, Steam, für diese Benachrichtigung. Das habe ich auch selber mitbekommen. Und Kühlwassertemperatur, würde ich jetzt mal sagen, ist dort. Das Einzige, was ich jetzt nicht sehe, ist, wie viel Kraftstoff haben wir noch? Wo wird denn das angezeigt? Ich frage für einen Freund. Wird denn das eigentlich angezeigt? Ich weiß auch gar nicht, wo es in der Realität angezeigt wird, um zu sehen, oh, okay, so viel Kraftstoff habe ich noch. Ja. Aber gut. Ich weiß es nicht. Nehmen Sie ein paar Schafe. Mäh. Ja. Ja, es gibt auch noch viele weitere Fahrplanfahrten für die 218. Das ist jetzt nicht nur die einzige Strecke hier auf Hamburg-Lübeck, die man fahren könnte.
Ihr könnt zum Beispiel auch auf der Strecke Bremen-Oldenburg modern fahren. Timetable 2025. Diese Mod gibt es im trainsimcommunity.com Forum. Da gibt es eine Mod, ein Timetable-Mod für Bremen-Oldenburg, wo ihr halt im Jahr 2024 fahrt. Das Ganze in modern. Auch sehr zu empfehlen. Von Rail Dream Studio. Und da könnt ihr die 218 auch in Bewegung setzen. Und nicht nur in Bewegung setzen, ihr werdet sie auch öfters mal auf der Strecke sehen. Der einzige Nachteil ist, ihr habt nur einen Fahrplan, nur eine Fahrplanfahrt. Das ist ein Hilfszug, wo ihr quasi einen liegen gebliebenen Güterzug abstellen tut. Aber ansonsten auch top. Ja. Dann gibt es noch einen weiteren Fahrplanmodus auf der Strecke Dresden-Riesa. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, da habt ihr Fahrplanfahrten für den Güterzug. Da fahrt ihr ein paar Güterzugrunden, auch sehr spannend. Und ja, dann habt ihr noch welche, ich glaube, auf München-Augsburg, dann auf der Rhein-Ruhr-Strecke habt ihr noch ein paar Fahrten. Dann auf der Schnellfahrstrecke Köln habt ihr, glaube ich, noch was. Da fahrt ihr, glaube ich, sogar auch den RE1, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und noch viele weitere Fahrpläne für diverse deutschen Strecken, wo ihr halt mit der Lok unterwegs sein könnt. Oder sie halt im 24-Stunden-Fahrplan sehen tut. Szenarien werden auch mitgeliefert. Ich habe jetzt nur kein Szenario gestartet, großartig, zumal ich glaube auch mitbekommen habe, dass es kein Szenario gibt mit N-Wagen, also alle Szenarien sind bestehend aus Dostos. Also wenn es wirklich so war, finde ich das auch sehr interessant. Ich meine, man liefert ja eine 218 plus N-Wagen mit dem Karlsruher Cop, dass man da dann nur Dosto-Szenarien hat, schwierig. Voraussetzung für dieses Deal-Ziel ist, glaube ich, auch Hamburg-Lübeck ist den Dostos zu verschulden, die quasi ihren Ursprung haben. Und und auf der Niddertalbahn könnt ihr übrigens auch mit der 218 fahren. Beziehungsweise dort gibt es auch im trainsimcommunity.com eine Mod für die Niddertalbahn, da könnt ihr dann Fahrplanmodus mit der 218 fahren. Allerdings nicht dem Sandwich, sondern habt auch am Ende wirklich einen Dosto-Steuerwagen. So, das auch mal erwähnt zu haben. So. Aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ne? Irgendwie fehlen da ein paar Halte, so Zwischenhalte, ne? Weil das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ich bin jetzt nicht so der Freund von, wir starten von A, halten 2 Kilometer weiter weg nochmal an und dann fahren wir komplett durch. Bin ich nicht der Freund von. Deswegen fahre ich auch selten Fernverkehr mit TSW oder TS. Ich bin einfach so der Fan von Nahverkehr, ne? Öfters mal anhalten, ja, Fahrgäste mitnehmen, Verspätungen und Stress und alles, da bin ich ja der Freund, aber so, aber das ist halt Geschmackssache, ne, jeder mag es anders. Schade, dass es aber, denke ich mal, TSW zu verschulden ist, dass das Kabel hier keine, Animation hat. Physik, Animation, was auch immer. Durch diese Schaukeln, dass das Kabel sich hier nicht, dass es hier ein bisschen hin und her bewegt. Das hat man ja zum Beispiel beim ETS, ja, wenn du zum Beispiel ein Funkgerät unterhängen hast, ja. Es ist ja auch am Hin- und Her wackeln. Aber das ist irgendwie nicht so vorhanden, aber gut, ist jetzt auch nicht so tragisch. Ja. Ich
Ja, was gibt es eigentlich noch zu erzählen? Eigentlich gar nichts. Also mir fällt jetzt ehrlich gesagt auch nicht ein, was ich hier noch erzählen könnte. Außer, dass wir jetzt gleich 90 haben. Oh, das gibt eine Zwangsbremsung. Oh, das gibt eine miese Zwangsbremsung. Oh, gerade noch so gerettet. Alter Falter. Oh, meine Güte. Sind wir denn schon so weit? Immerhin ist es mit den Bremsen realistisch umgesetzt worden. Wenn man die Bremsen löst, dann ist der Bremszylinder noch nicht komplett auf Null. Es dauert ein bisschen, bis er auf Null Bar geht. Ja. Deswegen muss man beim Bremsen aufpassen. Weil wenn man zu lange die Bremse angelegt hat und wartet, bis man auf seine Zielgeschwindigkeit kommt und dann erst auf Lösen betätigt, dann bremst das Ding trotzdem weiter runter, weil halt der Bremszylinder halt noch dementsprechend braucht, bis er auf Null Bar ist. Deswegen, das habe ich aus dem TS gelernt von der 218, was das am Anfang eine Katastrophe war mit mir. Aber seitdem ich das weiß, mache ich das auch hier. Und ich finde es gut, dass man das eben so umgesetzt hat. So. 60. Ja. Bremse anlegen. Für die 60. Ja. Ich kann hier nochmal zeigen. Bremse ist angelegt. Und ich gehe jetzt auf Lösen. Man sieht, es dauert ein Weilchen, bis der Bremszylinder auf 0 Bar geht. Ja. Wenn du jetzt auf über 2 Bar hast, dann dauert es ein bisschen länger. Aber sonst, ja. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht irgendwie viel zu viel Scheiße. So, 80 Ankündiger. Quittieren wir auch noch. Auch wenn kein Magnet vorhanden ist. Aber es ist Pflicht. Ja. Sonst noch irgendwas zu erzählen? Nee, nee. Nee. Ja, die nächsten TSW-Folgen werden wieder Szenarienfolgen sein aus dem Creators Club. Weil da habe ich ja einige gefunden. Da werden wir definitiv auch mal das ein oder andere Szenario dann fahren. Genauso wie neue Train Simulator Szenarien. Sehr geehrte Fahrgäste, unser nächster planmäßiger Halt ist Lübeck Hauptbahnhof. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Im Namen der Deutschen Bahn verabschieden wir uns von Ihnen und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Der Ausstieg in Lübeck Hauptbahnhof ist in Fahrtrichtung links. Vielen Dank für Ihre Mitfahrt mit der Deutschen Bahn. Wir wünschen noch einen angenehmen Tag. Auf Wiedersehen. So, was kommt denn da entgegen? Aha, Karlsruhe Kopf. Eigentlich wollte ich in Wagen fahren, aber dass wir jetzt eine Dosto-Kombination hatten. Toll. Ich wollte jetzt auch nicht unbedingt extra nochmal die Aufnahme stoppen und nochmal neu starten. Weil ich auch diese Kombination sehr interessant fand und ich weiß auch nicht, ob es so gewollt ist oder ob es einfach ein Fehler ist. Weil es stand ja auch nichts drin, dass wir eine 112er abstecken sollen. Ja. Deswegen finde ich eigentlich diese Kombination ziemlich interessant. Das muss man einfach mal sagen. Und ich muss mal ganz kurz diese Stelle speichern. Für Thumbnail, ne? Muss ja auch mal sein. Ah, da steht die 628. Noch eine 628. Sag mal, pendelt die zwischen Bad Oldesloe und Lübeck, kann das sein? Weil normalerweise müsste sie ja, ja, keine Ahnung, Strecke verlassen. Wobei, die fährt, glaube ich, doch, die fährt von Lübeck nach, das ist, glaube ich, die nach Lüneburg, kann das sein?
Es gibt doch eine nach Lüneburg. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Es gab eine nach Lüneburg. Ich fährt, glaube ich, über Büchen. Ach, keine Ahnung. Ich bin auch nicht der Profi hier. Ich kenne mich auch nicht aus. Verurteilt mich nicht. So. Ah, ich finde es ganz nett, dass 628 mit reingekommen ist. Somit ist in Lübeck wenigstens etwas los, ne, als vorher. Und finde ich nicht schlecht. So, jetzt mache ich mal den Motor aus. Mal gucken, wie sich das so anhört. Das war jetzt nicht befriedigend. Sage ich dir ganz ehrlich, ne? Das hat sich jetzt nicht so befriedigend angehört. Aber okay. So, wir kriegen jetzt auch gleich unsere Auswertung. Nee, nee. Steht Tür verriegeln, okay. Denn ich will mal nach draußen gucken. Wegen die 628. Hallo. Danke. Das interessiert mich schon. Vielleicht würden wir einfach die Tür mit zumachen. Zurückbleiben, bitte. Nö, schade. Hätte klappen können. Okay, der fährt dann. Ja. 12 Minuten verspätet, der fährt dann quasi zum Portal. Das sehe ich sofort. Der fährt ins Portal weg. Bei RE80 ist 1738. Ja, wobei, es kann schon sein, dass der. Weiß ich nicht. So, hier haben wir auf jeden Fall. Nochmal RE83 nach Lüneburg. Okay, der fährt dann nach da lang. Langläufer, Kurzläufer? So, dann gibt es so eine RB84 nach Kiel. Ja. Wobei, hier steht Lüneburg und der fährt hier nach Kiel. Wen wird's jetzt hier verarschen, ne? Interessant. Ach, nee. Nein. Der fährt ab. Lüneburg. Kann das sein, dass sie hier sich getrennt haben? Sind die jetzt... Ist er anscheinend als Doppeltraktion reingekommen und hat sich denn hier getrennt, weil hier gibt es ja keinen. Hier gibt es ja kein, sag schon, Sperrsignal, SH-Signal. Fährt der hin? Puttgarten. Halten Sie Abstand zur Bahnsteigkante. Ja, ja. Es erfolgt eine Zugdurchfahrt. Ja, ja, ja. Ich wiederhole. Ja. So, wo fährt der hin? Puttgarten. Über Bad Schwartau. Timmendorfer Strand und hast nicht gesehen. RB 85. Chichin Glovny. RE 6. Aha. Interessant. Ja. Aber wie gesagt, das sind hier eher KI-Züge. Also mit denen kannst du hier nicht fahren. Also es gibt dafür keinen Fahrplan. Das ist einfach nur reine KI, die einfach hier so hin und her pendelt. Finde ich persönlich jetzt auch nicht so tragisch, zumal es auch diesen Streckenabschnitt nicht gibt. Aber ich finde es sympathisch, dass man das Ganze mit eingepflegt hat. Travemünde. Aber was ich mir wirklich wünschen würde, ist wirklich so eine Hamburg-Hannover-Erweiterung. Also Hamburg-Lübeck-Erweiterung, das halt bis nach Hannover geht. Technisch wird es bestimmt möglich sein, ich meine. Weiß ich nicht. Man muss ja mal ausreizen, ne? Was überhaupt möglich ist in TSW. Weiß man ja nicht, aber es wäre ja auch mal cool. Naja, okay. Dann werden wir jetzt die Türen schließen und dann werden wir den Zug wegfahren sehen. Mal gucken, wie die KI das Ganze übernimmt. Wir müssen jetzt einfach nur die Tür schließen. Zack. So. Genau.
kriegen wir eine Medaille. Silber, naja. Wie immer. Wie immer. Aber immerhin Level 190 erreicht. Ich bin ein Junkie, das ist ja furchtbar. So, weiter. Zurück zum freien Spiel. Na, steig aus. Fahrgäste aussteigen lassen? Wieso das denn? Ich mache jetzt nochmal die Tür auf. Haben wir jetzt doch noch eine Rücktour bekommen? Ich dachte, das bauen sich dann weg. Oder was passiert jetzt hier? Eigentlich passiert jetzt gar nichts, ne? Der müsste sich jetzt eigentlich gleich wegspawnen. Also er müsste wegfahren. Na und jetzt? Das würde mich jetzt schon interessieren. Was passiert jetzt? An einem Ort anhalten. Gleis 106. Interessant. Wollen wir noch zu Gleis 106 fahren? Ich weiß selber nicht, was passiert. Also von daher... Fahrdienstleiter anrufen. Fortfahren gemäß Signalbilder. Sonst sagt er immer abgelehnt, ne? Aber wir dürfen es ja nicht überfahren. Das ist ja mal wieder toll. Ach so, da hinten. Oh. Wirklich jetzt. Ach, ihr habt ja noch Zeit mitgebracht, ne? So. Machen wir mal die Kiste wieder an. Noch länger gedrückt halten. Jetzt. So, Zugbeleuchtung aus. Zack, zack. Zack. Bremsschlüssel. Aus. So. Zugleuchte. Zack, zack, zack. Oh Gott, die Folge geht einfach viel zu lange heute, Mörder, alter Falter. Ey. So. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass man zur Abstellung fährt. Na gut, zur Werkstatt. Sagen wir es mal so. Weil die 112 ist ja kaputt. Nö. Dann gehen wir mal gemütlich zum Zug. Zum Dosto-Steuerwagen. Weil der Kollege, der kommt auch gleich rein, der RE80. Ja, da haben wir schon unsere Ausfahrt mit BF40. Finde ich wieder sympathisch. Na, 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 na. Zurückbleiben, bitte. Natürlich kein Justus Sound Mod, weil. Warum nicht? Ganz einfach. Ist kein Salzburger. für die Rangierfahrt werde ich aus. Ach, hat er eine Doppeltraktion 218. Ja, kick mal eine an. Und in schönen Orientrot. Ach, schön. Schön. Ja.
Ach, wobei, wir machen doch PZB an. Ist ein bisschen spannender. So. Zack und zack. Weil sie hat da jetzt extra Panto gehoben. Ja. Wahrscheinlich deswegen. Vielleicht ist es wieder so ein Ding wie bei Train Simulator. Wie bei VR, dass du speziell einen Doppelstockwagen brauchst, der speziell für Diesel ausgerichtet ist. Und ach, hast du nicht gesehen. Und hätten wir jetzt die 112er nicht dran, könnten wir mit dem Dosto-Steuerwagen wahrscheinlich nicht fahren. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist wurscht. So. Aber wurscht. Wir fahren jetzt ab. So. Verzieh dich. Ich mag's nicht, wie die KI manchmal hier einfach drauf sitzt. So. Auf geht's zur Abstellung. Yay! Ich freu mich. Und ich finde diesen Sound einfach nur grässlich. Oh. Man hört einfach gar nichts, ne? Also, da bin ich wirklich froh, dass es da Justus gibt mit seinen Soundmods da. Der hört sich das wenigstens vernünftig an. Weil durch seinen Soundmods mit den Dostos macht es wenigstens Spaß, Dosto zu fahren in TSW. Bei diesem Sound hier kannst du echt in die Tonne kloppen. Ich lass jetzt mal Biffy 40 los. Irgendwie gab es dafür keine Beeinflussung, aber okay. Aber wie gesagt, diese Sounds sind echt öde. Also ich finde es öde. Hey, immerhin sind sie alle ausgestiegen. Ist ja mal was Tolles. Schön. Das ist auch so ein Ding, was ich bei TSW überhaupt nicht mag. Das ist einfach genauso wie bei Train Simulator. Zu jeder Strecke, wo eine scheiß Hamsterbacke dabei ist, gibt es eine neue Hamsterbacke gefühlt, ja? Das gleiche ist auch bei den Dostos. Bei jeder neuen Strecke, deutschen Strecke, sind neue Dostos dabei, die zu einer bestimmten Strecke nur dazu gehören. Ja, das ist einfach nervig. Warum kann es nicht nur einfach ein einziges Dosto-Paket geben für eine Gesamtstrecke für alle? Dann bräuchte man nur einen einzigen Soundmod veröffentlichen, der für alle Strecken gilt. Ja, weil wir haben Dostos von Hamburg, von München, von Salzburg, von Köln, von Rapid Transit. Zu viele Dosto-Versionen, ja. Und durch die ganzen Dosto-Versionen, da ist halt der Nachteil, dass du halt nicht bei jedem Dosto einen Soundmod haben kannst, ja. Und hätten wir jetzt nur einen kompletten Dosto, wirklich nur einen kompletten Dosto, der für alle Strecken geht, nicht speziell ist, dann könnte man diesen einen Soundmod nutzen und man hätte auf jeder Strecke, egal auf welcher Strecke man fährt, auch beim KI-Verkehr einen schönen Soundmod. Aber nein, das hat man leider nicht. Ne? So. Mal wieder ausgekotzt hier. Ist ja unglaublich. So, was passiert jetzt, wenn ich fragen darf? Also ich habe jetzt Feierabend, wa? Ja. Mache ich jetzt hier Rollo runter, Hauptschalter aus und Stromabnehmer runter. Und mache jetzt hier Feierabend, ne? Weil passieren tut hier eh nichts mehr. Der bleibt jetzt hier eh stehen. Zurückbleiben, ach, bitte. Ja, der bleibt jetzt hier eh hier stehen. Weil mehr passiert hier nicht mehr. Gut, dann würde ich sagen, war's das für heute.
ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr so lange durchgehalten habt mit mir. Sorry nochmal für den Anfang. Das war wirklich nicht geplant, dass wir mit Dostos fahren. Ich habe eher mit N-Wagen geplant. Aber gut, passiert halt. Vielleicht das nächste Mal mal gucken. Aber ich glaube nicht nochmal von Lübeck nach Hamburg oder so, weil das ist einfach... das ist halt langweilig, so eine langen Fahrten, wo man nicht zwischendrin anhält. Das ist halt nicht so mein Ding. Ja, also ist halt so. Aber was soll's. Ansonsten ein sehr schönes DLC kann ich empfehlen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Sowie auch über Kommentare, was ihr davon haltet. Und wie gesagt, Link zum DLC findet ihr in der Videobeschreibung, genauso wie das TSG 218 Mini Enhancement Pack von Redstonia. Da nochmal ein großes Dankeschön für dieses Mini Enhancement Pack. In diesem Sinne, euch allen noch einen schönen Tag. Genießt das Wetter draußen und wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einer neuen Folge von Let's Play Trainsim World 4. Auf Wiedersehen. Tschüss.